neue Vorschriften der EASA, Flugsicherheit verschlafen, Fragezeichen. Herr Schulz, Sie können sicherlich ein Ausrufungszeichen hinzufügen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Das kann ich. Vielen herzlichen Dank, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Vorsitzender. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung hier in die Bundespressekonferenz. Ich möchte gerne meine Worte, die ich an Sie richte, direkt mit einer Frage beginnen, und zwar der Frage, was kann ein Passagier erwarten, wenn er sich heutzutage ein Ticket kauft? Ist es, an den Flughafen geflogen zu werden, der als Ziel in seinem Ticket steht? Ist es, dort pünktlich anzukommen? Ist es der gute Service an Bord oder vielleicht das gute Essen? Ich sage Ihnen, das Recht, was der Passagier erwirbt mit dem Kauf seines Tickets, ist vor allem in erster Linie das Recht auf einen sicheren Flug. Und eben dieses fundamentale Recht auf einen sicheren Flug, das wird mit der Neuregelung der Flugdienstzeiten aufs Spiel gesetzt. Heute Morgen hat die EASA in Brüssel ihren finalen Entwurf zur Neuregelung vorgestellt. Wesentliche Erkenntnisse der Wissenschaft wurden dabei außer Acht gelassen. Ich frage Sie, wie konnte es dazu kommen? Die EASA hat schon 2008 den Auftrag von der EU-Kommission bekommen, Flugdienstzeiten auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zu entwerfen. So schreibt es auch die zivile internationale Luftfahrtorganisation, die ICAO, vor. Da die EASA aber nach eigenen Aussagen nicht über die nötige Fachexpertise verfügt, hat sie dafür ein Gutachten bei 10 europäischen Wissenschaftlern in Auftrag gegeben. Das Ergebnis, der sogenannte Möbus-Report, dort legen sich die Wissenschaftler fest und schreiben vor, was eindeutige Empfehlungen sind, um die Flugsicherheit in Europa zu gewährleisten. Zu diesem ersten Entwurf der EASA dann gingen fast 50.000 Zuschriften und Kommentare ein. Das ist in der Geschichte der EASA eine einmalig hohe Zahl. Und ja, einige dieser Zuschriften wurden auch eingearbeitet. Und zwar jene der mächtigen Airline-Lobbyisten, deren primäres Ziel es ist, die Besatzung möglichst flexibel einzusetzen, und zwar bis zur völligen Erschöpfung. Der Vorschlag der EASA, der seit heute Morgen auf dem Tisch liegt, ist eine Gefahr für die Flugsicherheit. Ich möchte Ihnen hierfür ein paar Beispiele geben. Die Wissenschaftler sagen eindeutig, dass Flugdienstzeiten in der Nacht über 10 Stunden zu gefährlichen Ermüdungserscheinungen führen. Die EASA will ohne weitere Erläuterung 11 Stunden zulassen, die auf 12 Stunden zu verlängern sind, in Ausnahmefällen auf 13 Stunden. Das sind 3 Stunden mehr, als die Wissenschaftler für sicher halten. In den USA hat erst ein Unfall mit 50 Toten dazu geführt, dass es ein Umdenken gibt. Dort sind zu Beginn des Jahres die Flugdienstzeiten in der Nacht auf 9 Stunden festgelegt worden. Schon derzeit gibt es im europäischen Kurz- und Mittelstreckenbereich tägliche Flugdienstzeiten am Tage von 14 Stunden. Das heißt, dass der Pilot zu seiner Landung bereits 16 bis 18 Stunden wach ist. Das, und da sind sich die Wissenschaftler einig, ist nicht sicher. Am Ende einer solchen Dienstzeit steht dann das Manöver, für das wir Piloten die volle Konzentration und Leistungsfähigkeit brauchen, die Landung. Und ich rede hier nicht von Landungen bei schönstem Wetter, Landungen im Nebel, bei Schneefall oder bei Herbstgewittern lassen keinen Spielraum für Erschöpfung. Oder denken Sie an die geglückte Notlandung eines A320 auf dem Hudson River in New York. So ein Vorfall mit übermüdeten Piloten, völlig undenkbar. Aber die EASA will da noch eins obendrauf satteln. Stellen Sie sich vor, ein Pilot steht morgens um 4.30 Uhr auf. 4.30 Uhr ist eine ziemlich frühe Uhrzeit. Er beginnt dann seinen Bereitschaftsdienst und sitzt ab dieser Zeit quasi auf einem gepackten Koffer zu Hause, denn er muss ja jederzeit innerhalb von einer Stunde für einen Flug zur Verfügung stehen. Den bekommt er dann auch kurz nach Mittag und seine Dienstzeit beginnt dann zu laufen bis zum nächsten Morgen um 3.25 Uhr. Es gibt eine kleine Verzögerung, er landet sein Flugzeug um 4.25 Uhr.
Wir erinnern uns, 4.30 Uhr aufstehen, 4.25 Uhr die Landung am nächsten Morgen. Völlig legal und in den Augen der EASA auch völlig sicher. 24 Stunden auf den Beinen ohne Schlaf. Und dieser Pilot soll sein Flugzeug mit seinen Passagieren da drin sicher landen können. Ich frage Sie, möchten Sie in diesem Flugzeug sitzen? Ich möchte das nicht, weder als Pilot noch als Passagier. Die Europäische Agentur für Flugsicherheit verbeugt sich mit ihrer Empfehlung vor den Wünschen und den Profitzielen der Airlines. Den Begriff Sicherheit können Sie damit aus dem Namen der EASA gedankenlos herausstreichen. Es kann doch nicht sein, dass wir auch in Europa, genau wie in den USA, erst einen Unfall mit dem Verlust von Menschenleben brauchen, bis die Sicherheit endlich höher eingestuft wird als der Profit. Noch ist diese Regelung kein geltendes Recht. Hierfür müssen erst noch der Europäische Rat und das Europäische Parlament zustimmen. Wir fordern die deutsche Politik auf, auf europäischer Ebene vehement dafür einzutreten, dass an den Vorschlägen der EASA Verbesserungen stattfinden. Hier können die von uns allen gewählten Vertreter beweisen, wie viel ihnen an der Sicherheit der Passagiere und der Besatzungsmitglieder liegen. Oder ob auch unsere Politik die Flugsicherheit verschläft. Wer heute dem Entwurf der EASA zustimmt, ist morgen verantwortlich, wenn wegen übermüdeten Piloten Unfälle passieren und Menschen sterben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Schütz. Wir kommen zu Fragen. Bitte. Herr Schulz, können Sie uns mal ganz plastisch beschreiben, wie es Ihnen vielleicht persönlich geht nach 10 Stunden, wenn Sie in die 11., in die 12. Stunde, Arbeitsstunde im Cockpit gehen, was dann mit Ihnen psychisch passiert? Ich glaube, ja, das kann ich gerne. Ich glaube, das kann Sie auch nachvollziehen, wenn Sie es vielleicht vom Autofahren in der Nacht kennen. Jede zusätzliche Stunde, eigentlich jede zusätzliche Minute, die man verbringt, fallen einem die Augenlider etwas mehr zu. Es wird schwieriger, gegen die Übermüdung anzukämpfen. Da ist Übermüdung ist ein Grundgefühl, wie auch zum Beispiel Hunger. Sie können nicht beliebig mit der Willenskraft dagegen ankämpfen. Irgendwann werden Sie davon übermannt und können eben dem nicht mehr standhalten. Zusatz, verlängern sich Reaktionszeiten für Sie spürbar? Ich frage deswegen, weil ich unterscheiden will zwischen einem Effekt, den Sie sofort spüren, und einem Langzeiteffekt, wenn man solche Dienste über Jahre hinweg betreibt. Das ist ja möglicherweise 2 Jahre alt. Ja. Das Problem ist tatsächlich der direkt eintretende Effekt. Die Wissenschaftler sagen, dass man bis zu 80% seiner Reaktionsfähigkeit und seines Leistungsvermögens dadurch, dass man eine Nacht durchgeflogen ist, verliert. Das heißt, man liegt nur noch bei 20% der Fähigkeiten, und das ist natürlich ein deutlicher Abstrich und nicht mehr sicher. Das Mikro. Ich würde dann nochmal gerne auf das Thema Übermüdung zurückkommen. Bei Unfällen und auch bei beinahe Vorkommnissen gibt es ja eine breit angelegte Untersuchung, die der Bund vornimmt. Ich vermute mal, dass da regelmäßig auch erhoben wird, wie lange der Luftfahrzeugführer zum Zeitpunkt des Ereignisses im Dienst war. Gibt es da eine Korrelation, die Ihnen bekannt ist, dass gefährliche Begegnungen zum Beispiel am Boden oder in der Luft dann gehäuft auftauchen, wenn der Pilot schon sehr lange im Dienst ist? Diese Untersuchung macht die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, das ist korrekt. Wir haben vor kurzem noch einmal angefragt, und die Bundesstelle selbst hat keine direkte Auswertung darüber, wie viele Vorfälle auf Übermüdung zurückzuführen sind. Wir haben aber sämtliche Untersuchungsberichte der letzten Jahre danach durchforstet. Dort werden immer einmal der Hauptgrund und dann die beitragenden Faktoren, die zu einem Unfall geführt haben, aufgeführt. Und wenn man dort auszählt, wie viele Unfälle den beitragenden Faktor Übermüdung hat, dann liegen wir heute bei etwa 20% der Unfälle, bei denen menschliches Versagen der Grund ist. Wenn man sich nun noch überlegt, dass beitragender Faktor heißt, würde dieser eine Faktor wegfallen, wäre der Unfall eventuell nicht passiert, dann weiß man, welche Auswirkungen das in der heutigen Zeit schon hat. Weitere Fragen sehe ich dann nicht mehr.
Dann danke ich unseren Gästen und ich denke, wenn es auch heute in Kollision geraten ist zu einem anderen wichtigen Termin, gibt es bestimmte Situationen, wo wir Sie gerne hier wieder begrüßen würden. Herzlichen Dank. Gerne zurück.